Herzlich willkommen zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein hübsches Intro-Tierchen heute, einerseits ganz banal, aber trotzdem besonders schön, finde ich, eine Bardagame heute, eine schöne rote. Also das ist Hypo-Red oder Hypo-Blatt. Ne? Mittlerweile gibt es ja viele Ausdrücke für die roten Formen, Blatt und Red und Sandfire und was es alles gibt. Also dieses Tier, super schön rot. Hypomelanistisch, dadurch kommt das Rot natürlich noch extremer raus. Also finde ich phänomenal, diese Farbe, wenn man vor ein paar Jahren noch geguckt hat, was da rot war, und wenn man guckt, was es heute für super schöne rote Farben gibt. Die ist mir vorher ins Auge gestochen, deswegen dachte ich, zeige ich die euch heute. Das ist aber natürlich nicht das Thema der Folge. Heute geht es um die Blutpythons bzw. Kurzschwanzpythons. Früher hat alles, was so oder ähnlich aussah, hat man einfach Blutpython genannt, beziehungsweise dann wissenschaftlich Python curtus, hat es dann in die Unterarten unterteilt, Brongus mai, curtus breitensteini. Das war früher so die landläufige Terrarianermeinung. Der Ausdruck Blutpython wahrscheinlich, weil die meist oder manchmal ein bisschen garstig sind und einem wahrscheinlich die Finger blutig beißen. Das war auch so das Gerücht, das immer rumging, ein Blutpython ist, eben, da fließt das Blut, wenn man den anlangt. Dabei werden die eigentlich auch schön brav. Und wie gesagt, dann hieß das Ganze Curtus. Curtus übrigens aus dem Lateinischen, der Name passt eigentlich ganz gut. Curtus steht ja für kurz, oder heißt übersetzt kurz. Und die Blutpythons bzw. Kurzschwanzpythons, wie sie jetzt zum Teil heißen, sind ja tatsächlich unheimlich untersetzt vom Körperbau. Also das schon mal zum Namen Curtus. Jetzt ist aber so, die Wissenschaft hat festgestellt, genau, das ist der klassische deutsche Lied, die Wissenschaft hat festgestellt, dass eben nicht alles Python curtus ist, bei weitem nicht, und dass es nicht Unterarten zueinander sind, sondern dass es letztendlich drei verschiedene Arten sind. Wobei da gibt es den Brongus mai, den curtus und den breitensteini. Der Brongus mai ist sogar biologisch relativ weit entfernt von Curtus und Breitensteini. Gemeinsam haben sie die Familie der echten Pythons, ne? Es ist also alles Python, so wie auch der Python regius, da ist sogar die Ähnlichkeit vielleicht sogar gleich wenig zu sehen, das Untersetzte, der Tigerpython, ne? Python molorus bivitatus, also alles die Familie der echten Pythons, da gehören sie alle drei nach wie vor dazu. Aber wie gesagt, nicht mehr als Unterarten, sondern als Arten. Und zwar fangen wir vielleicht von Nord nach Süd an. Es gibt den Brongus mai, der macht sich hier gerade gleich ein wenig steif, der will nicht gefilmt werden, glaube ich. Gibt es den Brongus mai, der von Thailand, also der hat eigentlich so ein wenig das längste Verbreitungsgebiet von Thailand über Malaysia bis nach Sumatra. Kommt der Brongus mai vor. Dann haben wir der Brongus mai ist so der klassische, den man auch in Rot und Gelb kennt. So, ne? Das ist eigentlich so in Anführungsstrich, der klassische Blutpython, heißt auch nach wie vor Blutpython, der Brongus mai. Und dann haben wir die zwei Kurzschwanzpythons, den Python curtus, der auf Sumatra vorkommt. Python curtus, der in meiner Hand ist, zum Beispiel auch ein Python curtus. Das ist den, wo man auch mit den vielen Farbvarianten kennen. Also ich habe hier jetzt auch so einen hübschen Matrix Genetics Tribe ausgesucht. Also curtus ist, glaube ich, so der variabelste im Moment, der am meisten, wo man die meisten Farbmutationen damit züchtet, ist der Python curtus. Und dann auf Borneo, also lediglich auf der Insel Borneo, hat man noch den Python breitensteini, also ebenfalls, man sagt Borneo Kurzschwanzpython, sagt man neu, seit Neuestem dazu. Hier übrigens der Gong zur Kaffeepause wieder, ich glaube, den kennt ihr schon. Das ist der Borneo Kurzschwanzpython. Das sind eigentlich so die drei, in Anführungsstrichen, die drei Blutpythons, die wir so in der Terroristik haben. Kommen wir zu der Größe von den Tieren. Ihr werdet es nicht glauben, aber der in meiner Hand, das ist ein Brongus mai, der Blutpython, ist der größte aus diesem Dreierbund. Die werden so bis zu 2,50 Meter
und dann entsprechend auch dick. Also ich erinnere mich, in meiner Anfangszeit als Terrarianer war ich mal bei einem Terrarianer-Freund zu Hause und da habe ich einen ewig riesigen Blutpython im Terrarium gesehen. Durchmesser wie so ein Oberschenkel. Ich denke, also zurückblickend muss das wohl so ein Bronchosmaie gewesen sein. Die werden tatsächlich, wie gesagt, so bis 2,50 Meter und natürlich entsprechend, ich will bald mal sagen, entsprechend fett sogar. Ne? Sind also die größten. Der Breitensteini, der Borneo-Kurzschwanzpython, ist der mittlere. Der kann die 2 Meter gut überschreiten. Tut sich dann aber also nach, also bei gut 2 Meter ist dann eigentlich schon Schluss. Und der Kurtus, der Sumatra-Kurzschwanzpython, ist eigentlich der kleinste von den dreien. Mit rund 2 Meter ist da Ende. Was auch noch relativ gravierend ist, der Unterschied Männchen-Weibchen. Also die Weibchen sind schon deutlich größer als die Männchen. Also wenn ihr das Ganze in möglichst klein wollt, dann solltet ihr am besten auch ein Männchen kaufen. Kommen wir zur Haltung von den Blutpythons. Also ich sage jetzt immer Blutpythons, ne? Ich sage nicht Kurzschwanzpythons, ich sage jetzt einfach Überbegriff Blutpythons für die ganze Folge. Ja? Die Haltung. Die Tiere mögen es wirklich sehr feucht. Also da, wo die herkommen, sind Tiere aus dem tropischen Regenwald im Prinzip. Ne? Die leben im feuchten Wald, auf dem Boden, im feuchten Bodengrund teilweise eingegraben. Wenn wir uns auch die Färbung der Tiere anschauen, die vertrauen auf ihre Färbung, liegen am Boden, liegen flach da, sind Lauerjäger und wie gesagt liegen im feuchten Substrat. Also das Thema Feuchtigkeit ist wirklich ein gravierendes oder ein zentrales Thema in der Blutpythonhaltung. Von daher, Holzterrarium ist möglich, ist machbar. Glasterrarium ist besser, weil es einfach die Feuchtigkeit besser aushält. Doch noch mal kurz zurück zur Feuchtigkeit. Natürlich sollt ihr denn keine Sumpflandschaft bauen, ne? Ganz wichtig. Die wollen natürlich nicht im Wasser liegen oder im Dauernassen, sondern ihr müsst viel mit Moos arbeiten. Ne? Macht Moos ruhig auf den Terrarienboden, könnt ihr einen Teil mit Moos bedecken. Liegen die wirklich auch gern rein. Oder eben nehmt Verstecke, oder die nehmt ihr sowieso die Verstecke, aber macht auf jeden Fall Moos in die Verstecke rein, dass wenn die sich im Versteck verkriechen, dass sie im feuchten Moos sind. Oder auch diese Schlupfboxen, wir haben die mit dem Magnetdeckel, könnt ihr Moos reinmachen, wie bei den Königspythern, liegen die auch ganz gern rein. Also der Kurtus will im feuchten Bodensubstrat drin liegen. Das Ganze, also ein nächster Punkt noch, hier haben wir das Streu drin stehen. Wichtig, ihr müsst irgendein Streu nehmen, das nicht schimmelt, also das Reptiwood Fine zum Beispiel oder das Reptisnake oder das Reptibark, wer dunkles Substrat will, kann man nehmen, Gypsy Snake kann man nehmen, also irgendein Holzsubstrat, das nicht schimmelt, wenn es in Verbindung mit dem Moos mehr oder weniger permanent leicht feucht ist, ja, ganz wichtig. Dann muss das Ganze gut beheizt sein. Also die haben es tropisch warm, Tag und Nacht. Ne? Ihr müsst Tag und Nacht beheizen. Betonung liegt auf Nacht. Hier die Heatpanels, unser Klassiker seit einigen Jahren. Jeder heizt mit Heatpanels, ist eine absolut super Sache. Macht euch so ein passendes Heatpanel oder 2 oder gar 3, je nach Terrariengröße. Macht euch das rein. Beheizt das Terry tags 30 bis 32 Grad Lufttemperatur. Nachts habt ihr eine Absenkung von vielleicht 3, 4 Grad, sprich nachts so 27, 26, 28 Grad in der Nacht. Ja, wichtig, wenn ihr das so feucht habt in dem Terrarium, darf es nicht zu kalt werden, sonst kriegen die natürlich eine Lungenentzündung, wenn die im nassen Kalten liegen. Also die müssen im nassen Warmen liegen. Ja? Ganz wichtiger Punkt. Wie gesagt, Terrarium hier jetzt mehr oder weniger symbolisch Glasterrarium, beziehungsweise von der Größe her als Jungtieraufzuchtsterrarium, betreffs Größe auch noch ein wichtiges Stichwort. Haltungsrichtlinien in Deutschland sind 0,7 mal 0,5 Körperlänge. Das heißt, wenn ihr einen Blutpython mit 1 Meter habt, muss das Terrarium 70 mal 50 Zentimeter sein. Ja? 0,7 mal 0,5 Höhe als Bodenbewohner, in Anführungsstrichen egal. Ja? Ein Blutpython klettert so gut wie gar nicht. Also wenn der sich mal mit seinem leicht plumpen untersetzten Körper, wenn er sich da mal irgendwo gleich ein wenig hochhangelt, das mag er machen, aber er ist mal definitiv kein Kletterer.
Noch ein wichtiger Punkt, der mir gerade eingefallen ist, betreffs dem Klettern. Habe ich jetzt vergessen, Moos, Klettern, nee, ich habe es leider vergessen, fällt mir nachher bestimmt noch ein. Also Thermometer natürlich dazu, zum die Temperatur überwachen, Wasserschale mit rein, die liegen auch manchmal in die Wasserschale, nicht wie ein Königspython, ui, der liegt im Wasser, der hat bestimmt Milben, oder zum Beispiel auch, wenn es im Terrarium zu trocken ist, liegen die auch mal ganz gern im Wasser. Ja? Also auf jeden Fall schöne große Wasserschale rein, die jeden zweiten Tag das Wasser wechseln oder wenn Kot drin ist, natürlich jeden Tag wechseln. Und somit habt ihr ein perfekt ausgestattetes Blutpython-Terrarium. Kommen wir zum Handling der Tiere. Vorneweg, also meiner Meinung nach sind die Blutpythons besser wie ihr Ruf. Sie sind von Natur aus vielleicht nicht so idiotensicher zahm, wie ein Königspython ist, ne? Definitiv. Also die brauchen einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Man merkt schon, wenn man die in Hand nimmt, wenn die sich so steif machen oder so, dann sind die einfach ein bisschen nervös. Hantiert man die gut und regelmäßig, dann werden die auch brav. Ne? Beziehungsweise noch eine nette Anekdote aus meinem Leben, beziehungsweise aus dem Leben von uns hier, ist schon wahrscheinlich 20, 25 Jahre her. Da haben wir in so einem Familienfreizeitpark mal wegen so eine Schlangenausstellung gemacht. Und dann durften die Kids Fotos machen mit den Tieren. Ich glaube, wir haben so eine Sofortbildkamera oder was dabei. Durften die Schlange halten. Wir haben Fotos gemacht. Und meine Mitarbeiterin, die Nadine Hübner, die jetzt heute auch noch bei uns ist, vor 20, 25 Jahren war die ein ganz junges Mädel. Ich glaube, da hat die noch gejobbt bei uns. Hat mich da abgelöst beim Fotomachen. Und ich komme ein paar Stunden später und ich sehe die Kids mit den Blutpythons auf dem Arm. Ne? Da hat man Blutpythons und die Nadine hat den Kindern die Blutpythons in die Hand gedrückt zum Fotos machen. Und ich erst mal kurz fast den Herzstillstand gekriegt und nur darauf gewartet, dass jetzt so ein Blutpython, so ein Kind frisst oder attackiert oder was auch immer, aber lief alles gut, die waren völlig brav, die Kurtus, und eben das als Beispiel, also wenn man die Kurtus eine Zeit lang hantiert, dann werden die das gewöhnt und werden wirklich ein braves Terrarientier. Ne? Nichtsdestotrotz, Grundausstattung, so ein Schlangenhaken ist ganz gut, die sind gerade auch wenn sie größer sind, sie sind ja relativ plump, also man kann die mit dem Haken auch ganz gut hantieren, bleiben die eigentlich schön drauf hängen oder mit einer Hand halten am hinteren Teil, mit der Vorderhand mit dem Haken, also leistet bestimmt gute Dienste, auch gerade beim Füttern oder so, beziehungsweise wer will, kann auch Handschuhe verwenden, gerade am Anfang, wenn man sie neuer hat, kann man Handschuhe nehmen, ist man einfach ein bisschen sicherer, ist nicht nervös mit dem Tier, ne? Weil die Nervosität überträgt sich eh aufs Tier, also dann könnt ihr am Anfang Handschuhe nehmen und dann lassen die Blutpythons sich auch wirklich gut hantieren. Dann kommen wir zur Fütterung von den Blutpythons, nochmal kurz wo ich jetzt hier gerade den hier, das ist ein sogenannter Sherry Bomb. Das ist so ein orange-roter Brongos Mai. Fiel mir auf, dass ich vorher falsche Informationen hier verbreitet habe. Also die Brongos Mai sind die wo es die ganzen Farbvarianten gibt. Ne? Ich glaube, ich habe vorher Kurtus gesagt. Ne? Kommt aus der, wie gesagt, noch aus der alten Zeit, Python Kurtus Brongos Mai. Also der Python Brongos Mai ist der Variable, wo auch die ganzen Farbvarianten vorkommen. Oder vorher den Matrix, wo ich in der genau der Matrix war, da habe ich glaube auch gesagt, das ist ein Python Kurtus habe ich gesagt, nee, also es ist ein Python Brongos Mai. Der Kurtus ist oft der ganz schwarze zum Beispiel. Früher hat man gesagt Kurtus, hat so richtig dunkle, schwarze Tiere gehabt. Das ist der klassische Kurtus, das dunkle bis ganz schwarze Tier. Nichtsdestotrotz, Thema war jetzt Fütterung. Die Tiere sind kurz und dick. Wenn ihr die füttert, schaut nicht den relativ dünnen Hals an, sondern schaut den relativ dicken Bauch an. Entsprechend, also so einer wie hier, der frisst auf jeden Fall schon kleine Ratten. Also nicht winzige Ratten, sondern die Ratte kann mindestens so dick wie der Durchmesser vom Körper sein. Die hauen wirklich ganz gut was weg. Oder wenn ihr die Köpfe anschaut, die haben ja auch relativ große Köpfe. Also so einer, wie gesagt, eine Ratte. Minimum der Durchmesser vom Tier.
ich sage es manchmal auch, oder bei den Königspythonen oder bei anderen Schlangen, habe ich es auch schon gesagt, wenn ihr das Tier füttert, ihr müsst hinterher schon den dicken Bauch sehen, dass da ein Futtertier drin ist oder vielleicht auch zwei. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Mäuse gebt, dann müsst ihr mindestens zwei, drei große Mäuse so einem hier geben, damit der richtig satt wird. Was auch noch interessant ist bei den Blutpythons, jetzt fällt mir auch ein, was ich vorher sagen wollte, die neigen manchmal ein bisschen zu einem Kotstau. Dieser Kotstau ist aber nicht, oder meiner Erfahrung nach, überhaupt nicht schlimm. Zum Beispiel vor der Häutung halten die den Kot lang und deutlich zurück. Ne, da ist der ganze Bauch, merkt man, ist voll mit Kot. Koten die erst nach der Häutung ab. Oder aber wenn ihr die Tiere zu trocken haltet, dann kann es passieren, dass die auch einen relativ harten Kot kriegen, den vielleicht relativ lang zurückhalten. Also ich glaube, wenn ihr die Tiere zu trocken haltet, dann wird es riskant mit Kotstau oder sowas. Ja? Also das war das, was ich vorher angesprochen hat, was ich noch sagen wollte, was mir entfallen war. Bei zu trockener Haltung Risiko eines Kotstaus. Ansonsten kümmert euch nicht um den Kot, kümmert euch nicht um den Kack sozusagen. Die Tiere koten, wann sie Lust haben. Ne? Selbst wenn ihr den Eindruck habt, oh je, der ist da hinten ja schon so richtig dick. Ne? Das sind die einfach von Natur aus schon. Da könnte man meinen, da muss doch langsam was kommen. Das kommt, wenn es kommen muss. Kümmert euch nicht drum. Der kotet, wenn er muss. Nach meiner Erfahrung gibt es sowas wie einen Darmverschluss eigentlich nie. Ich habe es noch nie erlebt. Wie gesagt, wenn, dann muss ein gravierender anderer Fehler vorliegen. Also ich möchte jetzt hier keine Garantie gegen Kotstau geben, aber nach meiner Erfahrung ist das noch nie passiert. Also füttert die Tiere, Jungtiere im Wachstum einmal die Woche gut füttern, Zuchttiere ebenfalls einmal die Woche füttern, also Zuchtweibchen einmal die Woche füttern. Wenn ihr subadulte bis adulte Männchen habt, könnt ihr ein bisschen langsamer machen mit dem Füttern. So ein Männchen reicht alle 2, 3, 4 Wochen sogar. Zum Teil bei der Paarung machen die auch mal vielleicht eine Fresspause, wo sie wegen schlechter ans Fressen gehen. Also macht bei den Männern adult langsam, aber ansonsten Jungtiere, Weibchen jede Woche füttern. Dann wachsen die gut und schnell ran. Ein Blutpython ist nicht so schnell wie ein Königspython geschlechtsreif. Er wird ja auch entsprechend größer. Also ihr könnt von circa 3 Jahren ausgehen, bis ein Kurtusweibchen geschlechtsreif ist. Ne? Bei der Fütterung, wie ich gesagt habe, einmal die Woche, circa 3 Jahre, habt ihr ein schönes Tier mit 1,50 Meter, 1,60 Meter, 1,70 Meter und ist dann geschlechtsreif zur Zucht. Die Männer deutlich kleiner und vielleicht schon mit 2 Jahren. Wie bei den meisten Reptilien mittlerweile, gibt es auch bei den Blutpythonen jede Menge Farbvarianten. Das ist so eine der ersten, die es gab, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so der T-Plus-Albino. Ne? Plus steht T-Positiv, habt ihr wahrscheinlich schon oder vielleicht schon mal gehört. Es gibt T-Minus und T-Plus-Albino. T steht für Tyrosin. Sind einfach die 2 Albino-Varianten. Oder bei den Königspythons als Vergleichsbeispiel sagt man dann Karamell. Ein Karamell ist im Prinzip ein T-Plus-Albino. So jetzt auch hier T-Plus-Albino. Auch vom Brongos Mai. Vorher hatten wir den Matrix gesehen, das ist auch eine bekannte Farbvariante. Der Super Matrix gibt den Ivory, ne? Der Ivory ist fast ganz weiß. Dann haben wir den Genetic Stripe haben wir gesehen in dem Matrix. Es gibt die T-Albinos, also T-Negativ, das ist so der klassische Albino mit den eher roten Augen, insgesamt von der Färbung noch heller. Also so gibt es jede Menge zu spielen, in Anführungsstrich, oder zu experimentieren, zum Ausprobieren mit den Blutpythons. Natürlich nicht so weit wie bei den Königspythons, aber doch auch jede Menge verschiedene Farben, die das Hobby vielleicht auch bereichern, wenn man damit weiterzüchten kann. Dann noch das Thema Zucht. Hier jetzt als Musterbeispiel den Python Kurtus. Ne? Also wie gesagt, am Anfang nochmal auf die Verwechslung hingedeutet. Das ist jetzt wirklich ein Kurtus Sumatra Kurzschwanz Python. Ne? Python Kurtus. Wie gesagt, die sind meistens relativ dunkel. Auch diese dunkle Färbung an den Seiten vom Kopf ist ganz typisch. Aber das Thema war Zucht. Die Stimulation ist ähnlich wie beim Königspython. Ihr habt im Winter, also zum Jahresende hin, wenn es bei uns ein bisschen kühler wird, kann man anfangen, die Tiere zusammensetzen.
die etwas kühlere Zeit. Also ihr macht keine deutlich kühlere Phase. Da, wo die herkommen, ist das ganze Jahr relativ gleich warm. Da ist der Wechsel vielleicht von Regenzeit und Trockenzeit. Aber die bei uns Wintermonate sind auch dort die Wintermonate, also sind ebenfalls so wie mir auf der nördlichen Halbkugel. Könnt ihr nachts 1-2 Grad kühler machen, setzt die Männchen zum Weibchen rein und dann fangen die in der Regel, oder wenn es gut läuft, fangen die dann das Paaren an und das Männchen mehrmals reinsetzen. Das Ganze geht bis Jahresanfang, Februar, März. Und dann kommt die Ovulation, ähnlich wie beim Königspüdern. Und die Tiere legen Eier ab. In der Regel 10 bis 20 Eier, je nach Größe vom Tier natürlich. Können auch weit über 20 Eier sein bei einem richtig großen Weibchen. Aber 10 bis 20 ist so die klassische Größe bei einem Blutpüdern-Gelege. Was mir gerade noch einfällt, hier beim Recherchieren der Sendung bin ich auf den Eugene Bessette, ein amerikanischer Züchter, absolut Urgestein der Terraristik gestoßen. Und den Spruch, den muss ich euch auch noch hier weitergeben. Also er hat gesagt, sinngemäß vom Englischen übersetzt, die Zucht ist das, was man 364 Tage lang macht, bevor man das Männchen zum Weibchen setzt. Ja, nochmal, also die Zucht ist das, was man 364 Tage macht, bevor man das Männchen zum Weibchen setzt. Was er damit sagen will, die Zucht ist nicht den Mann reinsetzen, sondern die Zucht findet davor statt. Ich muss die Weibchen gut füttern, die Weibchen müssen dick sein, das Klima im Terrarium muss stimmen und dann kann ich die Tiere züchten. Also das wollte ich euch nicht vorenthalten, ich fand das so cool. Und der Eugene, also ich glaube aus Florida kommt er, wenn mich nicht alles täuscht, da habe ich ihn zumindest das letzte Mal gesehen, vor einigen Jahren, Urgestein der Terroristik, Eugene Bessette, falls er den Film sieht, Grüße in die USA, absolut Terrarianer der alten Schule, wie er sein muss. Was ebenfalls für die Zucht natürlich wichtig ist, ihr müsst wissen, was Männchen und Weibchen ist. Die Blutpüderns werden tut man poppen, lassen sich recht gut poppen, um die Geschlechter zu erkennen. Ich mache es gerade mal bei dem Tier hier vor. Dazu ein Hilfsmittel, das werdet ihr vielleicht die nächsten Sendungen noch öfter sehen. Das wird immer nötiger bei mir und für so Dinge wie Geschlechtsbestimmung erst recht. Poppen selber habe ich schon mal ausführlich, gibt es eine extra Folge drüber, Geschlechtsbestimmung. Ich mache es jetzt einfach zum Zeigen. Leichter Druck, dann stülpen sich hier die Penisse ein Stück aus. Also hier haben wir ein Männchen nur zum nochmal zeigen, also den Tieren macht das nichts aus. Das macht man natürlich nicht alle Woche. Man tut das Tier einmal geschlechtsbestimmen, dann weiß man es. Und in dem Fall ein Männchen kann man dann so für die Zucht verwenden. Zu guter Letzt noch die Inkubation. Die Inkubationsdauer, ca. 60 bis 65 Tage, 32 Grad. Dann schlüpfen wunderschöne kleine Blutpüdern bzw. Kurzschwanzpüderns. Normalerweise am Ende der Sendung halte ich irgendein Buch hoch und sage hier ein gutes oder gute Literatur. Gibt es leider keine über die Blutpüderns. Meines Wissens gibt es von den Barkers auf Englisch ein gutes Buch. Habe ich vor vielen Jahren gesehen, besitze es leider nicht mal selber. Das ist wirklich das Einzige, was es gibt, aber auf Deutsch gibt es gar nichts. Und Englisch, wie gesagt, auch sehr dürftig gesät. Also wenn ihr euch berufen fühlt, schreibt ein Buch über die Blutpüderns. Ich denke, es wird sich reißend verkaufen. Also dann, bleibt mir treu, checkt die Balls und checkt auch mal die Blutpüderns. Kann ich? Ich weiß nicht einmal, was jetzt das Thema ist. Was geht es jetzt? So, ich weiß wieder das Thema. I'm ready. Aua, das ist okay. Blutpüdern, guckst du blutig vom Blutpüdern. Das ist das, was ich so recherchiert habe oder von nochmal Breitensteini
den Curtus Curtus. Es ist gar nicht so leicht, das so auf die, ach ey, scheiße, Mann, echt.